Die ganze Welt beneidet Deutschland für sein besonderes grünes Wirtschaftswunder, nachdem sich die deutsche Energiewende als das Erfolgsmodell schlechthin herausgestellt hat. Spaß beiseite. Nein, es ist ja faktisch so, dass nicht nur Deutschland in der Rezession ist, sondern wie wir heute erfahren haben, auch Großbritannien, wie wir heute erfahren haben, auch Japan. Frankreich wächst nicht wirklich. Wir haben also Volkswirtschaften wie China, die überhaupt nicht mehr als Wachstumsmotor wirklich in Frage kommen. Vielleicht Indien noch. Das ist das einzige Land, das neben den USA solche Wachstumsraten noch erzielt als einigermaßen entwickelte Volkswirtschaft. Aber das Besondere ist ja, dass irgendwie die Amerikaner so als Insel der Glückseligen wahrgenommen wurden, als Sonderfall, da boomt die Wirtschaft, da brummt die Wirtschaft, während China schwach ist, während Europa schwach ist, Japan schwach ist. Wie geht das? Wie kann das sein? Diese Frage stellen sich viele und manche sagen, naja, es ist halt diese massive Verschuldung, diese massive Stimulus durch die beiden Regierungen, aber heute haben wir Daten bekommen, die erste Zweifel säen, ob wirklich dieses Soft Landing der US-Wirtschaft oder das No Landing der US-Wirtschaft wirklich funktionieren kann, nämlich die US-Einzelhandelsumsätze, die so schwach waren wie seit knapp einem Jahr nicht mehr, und am Konsumenten in den USA hängt einiges. Und was ist jetzt zum Beispiel, wenn die Zinsen doch nicht sinken in den USA, womit ja alle Welt eigentlich rechnet, aber wir haben heute auch Daten bekommen, die zeigen, dass diese Inflation in den USA, die vorwiegend im Dienstleistungssektor war, jetzt auch auf den Gütersektor wieder überspringt. In Corona war der Gütersektor hochinflationär, dann ist das Ganze gewandert in den Dienstleistungssektor, Gütersektor war fast sogar deflationär, und jetzt haben wir die Situation, dass auch der Gewerbesektor eben wieder inflationäre Tendenzen zeigt. Kann das also sein, dass wir eine abkühlende US-Wirtschaft haben, bis hin zu einer Rezession und gleichzeitig weiter eine wieder steigende Inflation, also mit anderen Worten eine Stagflation möglich ist es, vielleicht sogar wahrscheinlich, und ich will Ihnen in diesem Video zeigen, warum das vielleicht sogar wahrscheinlich ist, aber starten wir erstmal mit dieser Unklarheit über die US-Wirtschaft. Viele fragen sich ja, was ist da los? Je mehr ökonomische Daten wir bekommen, umso weniger klar wird das Bild. Die klare Implikation dessen, was wir gesehen haben, so ein Artikel in den USA, ist, dass man sich da auf nichts eigentlich verlassen kann. Wenn du nicht verwirrt bist, dann hast du nichts verstanden. So dieser Artikel in der Market Watch finde ich ganz bezeichnend. Aber dann ein Artikel heute in der Financial Times, der sagt, naja, vielleicht sind die Amerikaner, ist die US-Wirtschaft doch nicht so resilient. Denn erstens, Full-Time Workers are down. Das heißt, wir sehen, Jobs entstehen nur noch als Teilzeitjobs. Die legen zu, aber die Vollzeitstellen werden immer weniger. Die Löhne steigen jetzt auch nicht mehr, wie jetzt kürzlich die Inflationsdaten gezeigt haben. Die Sparvolumen der Amerikaner werden geringer. Wir sehen, dass sehr viele Entlassungen nicht nur im Tech-Sektor derzeit passieren, und vor allem Investitionen gehen runter. Und wir sehen auf der anderen Seite, wenn Sie hier diese rechte Grafik mal schauen, die Top 1% der US-Earners, also der Top-Einkommen in den USA, die besitzen jetzt mehr als die gesamte Mittelklasse. Das war noch in den 90er Jahren völlig anders. Wir haben also ein totales Ungleichgewicht in den USA. Und da können vielleicht manche nicht mehr so richtig mitkommen. Wie gesagt, diese Einzelhandelsumsätze minus 0,8%, schwächster Wert seit März 2023. Bank of America hatte das schon ähnlich prognostiziert, aber ist natürlich in beiden Fällen bullisch. Wenn die Einzelhandelsumsätze gut sind, dann ist die Wirtschaft stark, also Soft Landing. Wenn die Einzelhandelsumsätze schlecht sind, dann gibt es keine Zinssenkungen. Aber schauen wir uns das Ganze hier nochmal an. Wir sehen zumindest, dass jetzt Goldman Sachs zum Beispiel seine Prognosen für die US-Wirtschaft gesenkt hat. Immer noch deutlich positiv, aber eben gesenkt. Ähnlich der Atlanta GDP-Tracker von der US-Notenbank Fed oder vom Fed-Distrikt Atlanta. Und wir haben auf der anderen Seite eben, und das ist das, was ich anfangs meinte, dass die Inflation mehr und mehr jetzt in den Gewerbesektor wieder zurückwandert. Wir haben zum Beispiel den New York Empire State Index gesehen, besser als erwartet, und vor allem steigen die Preise, wie die New Yorker Fed hier schreibt. Dann haben wir auch den Philadelphia Fed Manufacturing Index gesehen, wieder positiv seit längerer Zeit. Also der Manufacturing-Sektor, der Gewerbesektor erholt sich, und wir sehen, dass da Preisdruck aufkommt. Das hat auch die Preiskomponente hier mit plus 16 gezeigt. Das ist ein relativ starker Anstieg. Da ist beim Philly Fed die Grenze immer null Anstieg oder
eben ja, weniger, das Gegenteil von Anstieg, was ist das Gegenteil von Anstieg, meine Damen und Herren, Fall. Genau, also die Preise steigen, das wollte ich sagen. However, wir sehen dann auch die Importpreise in den USA überraschend deutlich gestiegen. Damit importiert man also ein Stück weit Inflation. Und das Ganze dürfte uns noch länger beschäftigen, wie Andreas Steno-Larsen hier zeigt, denn wir haben ja diese massive Lockerung der Financial Conditions gehabt. Und das geht dann mit einer Verzögerung von 2 Quartalen, wie er hier schreibt, direkt in die Inflation. Und vielleicht kein Zufall, dass wir eben jetzt die Januarzahlen zur Inflation doch überraschend hoch gesehen haben. Dann hat sich gestern die Wall Street gesagt, naja, vielleicht eine Ausreise. Aber wenn wir hier die Financial Conditions uns mal anschauen, wie sie Andreas Steno-Larsen darstellt, dann ist das möglicherweise nicht so. Und siehe da, auch die Anleiherenditen fallen nicht oder nur kurzfristig, trotz der sehr schwachen US-Einzelhandelsumsätze. Wir sind wieder deutlich nach oben gegangen im Tagesverlauf, und das ist natürlich ein Problem für La Janet Yellen, die jetzt schon über 1 Billion Dollar pro Jahr raushauen muss, nur um die Zinsen zu bezahlen. Deswegen versucht sie, die Inflation weiter nach unten zu reden. Und ich hatte ja heute Morgen ein Video gemacht. Ich war mir schon klar, dass da wieder Reaktionen in eine bestimmte Richtung kommen, nämlich, dass wir eine 94% Parallele zum Verlauf vor dem Börsencrash 1929 haben. Ich hätte gleich sagen können und habe es, glaube ich, auch gesagt. Ich sage nicht, dass das sich wiederholt in irgendeiner Form, aber wir haben schon ein paar Klumpenrisiken, die doch wirklich hier auffallend sind, und wir haben einen Kursverlauf, der eben hier doch schon diesem 29er Modell relativ ähnelt. Wird das so kommen? Wahrscheinlich nicht, aber es ist eben nicht ausgeschlossen, denn ich versuche gleich mal ein paar Dinge zu zeigen, die hier wirklich ein Risikofaktor sind, den man zumindest im Hinterkopf behalten sollte. Hier titelt jemand von Bloomberg: Stock prices have reached what looks like a permanently AI plateau. Eine Anspielung an die Aussage von 1928, war es glaube ich, von Irving Fisher, der damals gesagt hat, ja, Aktien scheinen ein permanent hohes Plateau zu erreichen. Das gilt jetzt sozusagen auch für die KI-Bubble. Und was sind die Risiken, wie sie Kolanovic hier zeigt? Der Markt ist bepreist zur Perfektion. Zinssenkungen sind eingepreist, obwohl die Fed viel weniger dovish ist, als man gedacht hat. Wir haben extreme Bewertungen, gerade in diesem Tech-Sektor. Und wir haben jetzt das Wiederaufleben ein Stück weit der Inflation, das ist das eine, und das andere ist sozusagen, was an den Märkten passiert. Wir haben ein massiv gestiegenes Volumen bei Optionen, praktisch die Hälfte des Umsatzes in Aktien passiert jetzt über Optionen, bedeutet, dass die Dealer, die Verkäufer dieser Optionen dann oft mit müssen, sich absichern müssen, sodass dann bestimmte Exzesse sich eben rein mechanisch schon beschleunigen. Das ist ein Faktor. Der andere Faktor ist, alle sitzen im selben KI-Boot, denn wenn du jetzt professioneller Geldverwalter bist und du hast eine Nvidia nicht im Depot, dann sagen deine Anleger, hey, bei der Story warst du nicht dabei, wofür habe ich dich denn überhaupt engagiert? Also müssen alle mit. Das verstärkt sozusagen diese extreme Positionierung in diesen Aktien. Am nächsten Mittwoch wird ja Nvidia berichten. Da bin ich mal gespannt, ob dieses Narrativ ungebrochen aufrechterhalten werden kann. Das wird extrem wichtig aus meiner Sicht psychologisch für die Märkte. Und dann haben wir noch diesen ETF-Boom. Also dieses passive Investieren, fließt halt Geld in die Märkte über ETFs. Und die bilden dann die Indizes ab nach Marktgewichtung. Das heißt, wer den S&P 500 kauft oder den Nasdaq 100 als ETF, der hat dann eben viel Nvidia, der hat viel Apple, der hat viel Microsoft, viel Meta und so weiter. Also die Dickfische, und das Ganze in einer Situation, wo die Märkte immer noch so 4 Zinssenkungen einpreisen, die vielleicht nicht kommen. Und vor allem dann jetzt diese KI-Euphorie sich auf andere Unternehmen auch fortpflanzt, könnte man sagen. Nicht nur Nvidia, die heute mal so ein bisschen pausieren, sondern jetzt ist der neue KI-Star Supermicrocomputer. Die Aktie ist jetzt vervielfacht in relativ kurzer Zeit. 1000% vom 2023er Tief. Jetzt ist man 55 Milliarden wert, vor einem Jahr waren es nicht mal 5 Milliarden. Die Aktie hat ein RSI, also von 96,4, das ist somit das Höchste, was man jemals gemessen hat bei einer Aktie, ist also hoffnungslos überkauft, aber KI wird schon gut gehen. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass die alten Generäle, die alten Dickfische,
teilweise zumindest eine Apple in Schwierigkeiten kommt. Die Tesla ist schon raus aus den Magnificent Seven praktisch geworfen worden und Apple ist in Gefahr, da auch irgendwann rauszufallen, denn nicht nur, dass Warren Buffett jetzt seine Apple-Beteiligung reduziert hat, die nach wie vor aus meiner Sicht viel zu hoch ist, ein zu großes Klumpenrisiko, wenn ich ein solch großes Portfolio fahre wie Warren Buffett. Aber wir sehen auch dann die Hoffnung der Apple-Jünger war ja, dass dann diese Vision Pro das Ganze irgendwie retten wird. Aber das bekommt jetzt immer mehr Kritik. Die Leute kriegen Kopfweh, haben natürlich auch diese fette Batterie, die man ja nicht zeigen darf, auf Geheiße von Apple und so weiter und so fort. Also das Hoffnungsprodukt kommt nicht an. Die einzige Innovation von Apple in den letzten Jahren kommt nicht an. Ansonsten hat man ja nur dasselbe Handy einfach ein bisschen besser gebaut. Und all das in einer Situation, wo die Stimmung nach wie vor sehr euphorisch ist. Die Privatanleger jetzt etwas weniger euphorisch, nur noch 42% bullisch. Aber die Vermögensverwalter sind jetzt zu 95,58% investiert. Und Sie können mal raten, wo die investiert sind, natürlich in diesen großen Tech-Werten. Also da darf nicht schief gehen, sonst könnte es ein bisschen ungemütlich werden. Heute ja schon, denke ich, Vorwirkungen des morgigen kleinen Verfalls bei diesen Optionen, die wie gesagt immer wichtiger werden. Diese Marke von 5000 Punkten im S&P 500 ist sehr relevant. Ich glaube, dass das den heutigen Handelstag schon durchaus deutlich beeinflusst. Und schauen wir uns mal eben dann an, dass Alphabet, Microsoft und Apple alleine mehr wert sind als der Schweizer Aktienmarkt, der britische Aktienmarkt, der ja nicht gerade klein ist, weil da viele international große Unternehmen auch gelistet sind, und der Schweizer Aktienmarkt zusammen. Also da ist eine Konzentration auch der Vermögenswerte in den USA. Michel Arouet schreibt hier, Europa ist auf dem Weg, ein Open-Air-Museum zu werden. Okay, jetzt gibt es neues Geld für dieses Open-Air-Museum, vor allem für das grüne Wirtschaftswunderland Deutschland. 3,2 Milliarden Dollar will Microsoft in die KI-Infrastruktur in Deutschland investieren. Hier sehen wir mal, wie schwach sich der Eurostox 50, in dem also die 50 bedeutendsten Unternehmen der Eurozone drin sind, wie schwach der sich seit der Finanzkrise entwickelt hat im Vergleich zum S&P 500. Und wie gesagt, jetzt haben wir Japan in der Rezession, UK in der Rezession, Deutschland in der Rezession, China schwach. Frankreich auch nicht gewachsen, Japan in der Rezession, aber der Nikkei in der Nähe des Allzeithochs, macht Sinn, das ist beim DAX ja auch der Fall heute. Neues Allzeithoch, hurra, hurra. Aber noch wichtiger, meine Damen und Herren, dass wir die Japaner jetzt überholt haben. Jetzt sind wir wieder drittgrößte Volkswirtschaft, gell? Das ist so wie bei einem Rennen, wo zwei Fußkranke gegeneinander antreten und der eine noch fußkränker ist als der andere. Der noch kränkere ist Japan, die vor allem wegen mangelnder Inlandsnachfrage schwach sind, aber vor allem auch, weil der Yen so stark abgewertet hat. Also wir können feiern, wir sind jetzt wieder Nummer 3, und das Scheitern der Geldpolitik, der ultralaxen Geldpolitik, die auch die Fed betreibt, die auch die EZB betreibt, kann man in Japan wunderbar studieren. Wir sehen, Japan ist in einer Rezession, das erste Mal seit 10 Jahren, obwohl die Geldpolitik extrem ist, also Nullzinsen, die Notenbank kauft ETFs, also direkt Aktien, wenn man so will, sie kauft den halben Anleihemarkt, den man hat. Hier sehen wir mal die Bondholdings alleine. Die haben sich vervielfacht. Dementsprechend gehört die Hälfte der japanischen Schulden gehört der japanischen Notenbank. Hat das die Wirtschaft nachhaltig stimuliert? Offenkundig nicht. Das ist etwas, was vielleicht auf uns auch noch zukommen wird, das Scheitern dieses Modells. Wir sehen in der Eurozone, die Kommission, nämlich die EU-Kommission, senkt die Prognose, die Wachstumsprognose. Aber die EZB hat heute gesagt, in Gestalt von Lagarde, nö, Zinsen werden wir so schnell nicht senken. Hat sie nicht direkt gesagt, aber doch relativ klar indirekt. Hier sehen wir mal die Wachstumsprognosen für die einzelnen Volkswirtschaften. Was sehr hell ist, das ist das Schwächste, das in der Mitte da, das ist dann das grüne Wirtschaftswunderland in Deutschland, was Sie hier sehen. Die anderen sind meistens etwas besser, und vor allem sehen wir ja eine Entlassungsrunde auch in deutschen Konzernen, aber die Osteuropäer, so Polen und Rumänien, da wird noch munter eingestellt, obwohl Daten zeigen, dass auch Polen, Rumänien, andere osteuropäische Länder wie Ungarn Schwierigkeiten haben, weil Deutschland der größte Handelspartner ist und für diese Länder und Deutschland eben dann diese Länder auch mit nach unten zieht. Und hier sehen wir nochmal die Entwicklung des grünen Wirtschaftswunders. Habeck, wenn Deutschland eine Aktie wäre, ich würde sie kaufen.
bis dann, ich glaube gestern war es oder vorgestern, Habeck, diese Aktie entwickelt sich dramatisch schlecht. Davor hat er gesagt, wir bauen ein reiches Land um, wer macht mit? Ja, der Umbau scheint zu gelingen, aber ohne die Reichen und auch ohne die Unternehmen offenkundig. Ist nicht alles Schuld der Ampelkoalition, gar keine Frage. Da sind vorher unter der Merkel-Regierung schon viele Dinge vor allem innenpolitisch versäumt worden. Außenpolitisch war die Merkel-Administration ja wirklich sehr erfolgreich, kann man sagen, innenpolitisch dagegen sehr unerfolgreich. Die Unternehmen jedenfalls machen bei dem grünen Wirtschaftswunder nicht so gerne mit. Die Stimmung bei den Unternehmen bleibt weiter schlecht, weil eben keine Planbarkeit, weil morgen Hü und heute Hot. Aber Lagarde hat heute gesagt, nee, nix Zinssenkung, denn wir haben not enough evidence yet on inflation returning to 2%. Also man ist nicht wirklich vertrauensvoll, dass die Inflation auf 2% sinkt. Und Lagarde zitiert immer wieder die Löhne, die deutlich ansteigen. Man sieht darin eine Gefahr. Lagarde wird da begleitet von Nagel, von Isabella Schnabelina. Also die deutschen Notenbanker, Österreicher, Niederländer sind auf dieser Seite. Die Südländer wollen gerne die Zinsen senken. Aber Lagarde steht auf Seite der Nordländer. Interessanterweise, das ist die erste Empfehlung als Artikel, meine Damen und Herren. Und mal ein etwas anderer Artikel, der zeigt, da geht es am Beispiel von Nvidia um das Thema Aktie. Habe ich da wirklich eine Unternehmensbeteiligung oder ist das doch in der Praxis eher ein Wettschein? Diesen Artikel möchte ich Ihnen auch sehr ans Herz legen. Also diese beiden Artikel, jetzt sage ich Servus, ciao.